Am heutigen Tag haben wir den Herrn Hessenthaler bei uns im Untersuchungsausschuss. Der Herr Hessenthaler ist dieser sogenannte Ibiza-Detektiv und jener Mann, der für die Produktion des Videos verantwortlich zeichnet. Und ja, natürlich ist es eine Person, die für uns insofern interessant ist, weil er uns hoffentlich über die Hintergründe dieser Videoproduktion Aufschluss geben kann und weil wir vielleicht auch hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, wie diese ganze Sache gestartet worden ist und welche Personen oder welche Organisationen vielleicht auch im Hintergrund stehen. Wir werden sehen. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass sich der Herr Hessenthaler aus meiner Sicht nicht allzu viel entschlagen kann, weil das Delikt, wegen dem er eigentlich in Österreich in Haft ist, ist ja bekanntermaßen ein Drogendelikt und hat ja grundsätzlich einmal mit der ursächlichen Ibiza-Geschichte nichts zu tun. Ja, von den Drogen ist es natürlich nicht weit zum Bundeskriminalamt und wir wissen aus dem Aktenbestand, dass der Herr Hessenthaler seit Jahren definitiv Kontakt hatte mit dem Bundeskriminalamt, das heißt sogar Informant dort gewesen ist, er ist auch durch Beamte des Bundeskriminalamtes geführt worden, wie wir den Akten entnehmen können. Und da ist eine interessante Passage drinnen, und zwar im Jahr 2018 gibt es ein Gespräch, ein interessantes Gespräch mit einem Mitglied dieser Hessenthaler Bande, wo er gegenüber dem Führungsoffizier des Bundeskriminalamtes schon sagt, 2018 im Herbst, dass es diese Ibiza-Videoproduktion gegeben hat. Und hier stellt sich natürlich schon die Frage, hat dieser Polizist dann diese Informationen auch weitergeleitet? Sie wissen ja, der Herr Magister Holzer, Leiter der Sokotep, hat es ja bis heute nicht mehr in den Untersuchungsausschuss geschafft. Das wird schon einen Grund haben, denn ich hätte auch ihm natürlich die Frage gestellt, warum weiß das Bundeskriminalamt 2018 von dem Video und warum geht in der Informationskette nichts weiter? Warum erfährt der Minister nichts von diesem Video, mit dem er ja potenziell auch eine Regierung erpressen und unter Druck setzen könnte? Also alles das sind Vorgänge im tiefschwarzen Polizeinetzwerk der ÖVP, die natürlich noch geklärt werden müssen. Und ich hoffe tatsächlich, dass es der Herr Magister Holz auch noch mal zu uns in den Untersuchungsausschuss schafft. Aber zurück zum Herrn Hessenthaler. Wir wollen einfach wissen, was hat er für Connections zur Polizei, zum Bundeskriminalamt gehabt und in welcher Form waren die immer informiert. Ein zweiter Komplex, den wir befragen wollen, ist der, was hat den Herrn Hessenthaler geritten, dass er schlussendlich auch mit der Bundespräsidentschaftskanzlei Kontakt aufgenommen hat. Sie wissen, es gibt ja nicht nur das Treffen mit dem engen Berater von Bundespräsidenten Van der Bellen, dem Herrn Musil, wo ihm ja auch Teile des Videos gezeigt worden sind, sondern es gibt ja auch dieses ominöse Testament, das der Herr Hessenthaler an die Präsidentschaftskanzlei geschickt hat, wo ja auch in diese Richtung vom Ibiza-Video einiges drinnen steht und wo interessanterweise sich die Präsidentschaftskanzlei dazu genötigt gefühlt hat, hier eine Beweismittelunterdrückung zu vollziehen, nämlich insofern, als dass dieses Mail erst ein Jahr später wirklich aufgetaucht ist und zuerst hat man dem angeblich keine Bedeutung beigemessen. Also für mich stellt sich nach Polizeijargon einfach die Frage, was wollte der Täter, was hat der Herr Hessenthaler damit bezweckt, dass er dem Herrn Bundespräsidenten einen Brief geschrieben hat mit einem Testament. Also auch das gilt es zu hinterfragen und vor allem, wer hat ihm auch auf die Idee gebracht, das zu tun. Ist dahinter vielleicht sogar die Absicht gesteckt, dass er vielleicht dann in ein Zeugenschutzprogramm kommt oder was auch immer. Das wird sich hoffentlich auch heute aufklären lassen und generell auch die vielen Connections, die es eben über den Bundespräsidenten, die Präsidentschaftskanzlei, seine Berater auch zu den Grünen gibt. Ich darf ja nur darauf verweisen, dass auch der Anwalt vom Herrn Hessenthaler, der Herr Magister Ertl, sich eine Kanzlei mit dem Grünen Nationalrat teilt, dem Herrn Bürstmeier. Und auch das sind ja Parallelen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Das heißt, es gibt auch durchaus eine grüne Linie, die man in dem Zusammenhang mit Ibiza verfolgen muss. Ein weiterer Punkt, den wir mit dem Herrn Hessenthaler besprechen wollen, sind weitere Videofallen, die konstruiert worden sind. Auch das wissen wir aus dem Aktenbestand. Die sind halt nur nicht erfolgreich gewesen. Aber ich frage mich schon, warum eine Journalistin der Kronenzeitung in der Wohnung des Ibiza-Anwaltes Mirfa Grey dann irgendwelche Lockvögel schminkt und zurecht macht, die dann schlussendlich dazu abgestellt sind, FPÖ-Politiker in irgendwelche Fallen zu locken. Also auch das wissen wir ja aus dem Akt. Also die Katja Wagner hat ja hier absolut mitgewirkt in der Wohnung von Herrn Mirfa Grey an einem Abend, wo zum Beispiel Heinz-Christian Strache auch schon einmal mit einem Lockvogel in so eine Falle gelockt werden hätte sollen. Und da stellt sich für mich schon die Frage, ist die Frau Katja Wagner, ist die Mitarbeiterin von Herrn Hessenthaler gewesen oder ist die Katja Wagner
ein Opfer vom Herrn Hessenthaler gewesen. Auch das muss man jetzt einmal in Erfahrung bringen. Und wie schaut es überhaupt mit der Kronenzeitung aus? Also über die Katja Wagner ist die Kronenzeitung natürlich auch in der Ibiza-Affäre mittendrin statt nur dabei. Auch das sind Dinge, die man herausarbeiten muss. Und da würde es mich natürlich interessieren, welche Informationen der Herr Hessenthaler dazu hat. Jetzt kommen wir vom Boulevard zu den sogenannten Qualitätsmedien. Sie wissen, die Süddeutsche und der Spiegel haben ja diese Sache dann schlussendlich aufgedeckt. Das war ja angeblich ein sehr, sehr nobel intendiertes zivilgesellschaftliches Projekt, das man gemacht hat. Und da stellt sich jetzt auch die Frage, wir haben jetzt eine Aktenlieferung erhalten, die also diesen noblen Grundgedanken schon etwas in Frage stellt, denn es gibt hier in der neuen Aktenlage, die zufälligerweise aus der Montag geliefert worden ist, schon Hinweise darauf, dezidierte SMS von Herrn Hessenthaler, aus denen hervorgeht, dass Geld geflossen ist. Also soweit ich das in Erinnerung habe, haben der Spiegel und der Süddeutsche immer gesagt, wie gesagt, zivilgesellschaftliches Projekt, hier ist kein Geld geflossen. Naja, das schaut jetzt in der Aktenlage ein bisschen anders aus. Und ich würde sagen, wenn sich das bewahrheitet, was in der Aktenlage drinnen steht, dann haben wir so einen Relotius 2.0-Skandal. Und dann müssen auch die Haltungsjournalisten hier in Österreich, aber auch in der Bundesrepublik einmal Farbe bekennen und müssen wirklich sagen, was sie dazu motiviert hat, auf diese Art und Weise vorzugehen. Also auch das wird interessant und ich bin auch gespannt auf die Reaktion eines ständig moralinsauren Herausgebers einer Wochenzeitung, der ja da an vorderster Front mitgewirkt hat, wie er das dann bewerten wird, weil er ist ja immer der Maßstab für Moral in diesem Land, zumindest glaubt er das von sich selbst. Und dann würde es mich abschließend auch noch interessieren, warum es genau der Anwalt des Falters ist, der heute neben dem Herrn Hessenthaler im Untersuchungsausschuss sitzt. Das heißt also, der Falteranwalt ist heute auch die Vertrauensperson vom Herrn Hessenthaler. Man ist fast geneigt zu sagen, es wächst zusammen, was zusammengehört.